Jens, grüß dich. Aleikum salam. Mashallah, aleikum salam. Geht's dir gut, Jens? Ja, sehr gut, sehr gut. Jens, was uns interessiert, wie du zum Islam gekommen bist? Also die Frage, dass ich mal Muslim werde, war einfach eine Frage der Zeit. Komm, ich wusste, irgendwann werde ich mal wechseln. Schon damals in der Oberschule, die meinte immer, komm zum Islam und so. Ist das, weil ich hatte sehr viel Ahnung davon. Also ich denke, ich bin christlich aufgewachsen. Und ich hatte sehr viel Ahnung über den Islam, mehr als meine christliche Religion. Dann meinte sie mir, komm zum Islam, komm zum Islam. Ich meinte, inshallah, irgendwann, inshallah. Danach, und das Ding ist, ich konnte auch gut reden, so als, ich konnte schon gut reden, so. Das merke ich gerade, das merke ich gerade. Vielleicht bilden wir dich aus und dann, alhamdulillah, bist du. Du meinst mir, komm zum Islam. Danach, ich war eines Tages mit Michael und noch zwei andere Freunde in der Moschee, in der Osterstraße. Ich war da, ich konnte aber nicht beten und so. Aber es war alles für mich neu und so, die Start, der Ort und so, die Start. Danach, die haben den Gebetsruf gemacht. Ich war da, ich hab, jetzt muss ich nach vorne kommen, weil ich wusste, wie man betet und so. Die meinten zu mir, komm, da habe ich so richtig wohl da gefühlt, richtig wohl. Und eines Tages, ich war zu Hause, ich habe mich sehr viel mit dem Islam befasst, ich war zu Hause so, ich habe überlegt. Die haben mir so nachher so ein Video geschickt, also Mika hat mir so ein Video geschickt. Ich dachte mir so, ich muss jetzt ein Moslem werden. Und was, wenn ich jetzt sterbe, dann ich bin es. Und kein Moslem gestorben. Ich habe ihn direkt angerufen, ich meinte zu mir, lass mal die Schahada da. Danach haben die Schahada gesagt. Also die war von Anfang an klar, wenn du ohne den Islam stirbst, dann wird das kein erfolgreiches Wiedersehen im Jenseits. Ja. Na. Das war mir direkt klar. Ich habe dann Mikael angerufen, ich meinte zu ihm, lass die Schahada sagen. Er war direkt fröhlich. Er sagte, ja, komm, wir reden. Und er war schon Muslim zu dem Zeitpunkt, Michael? Ja, er war schon seit 2 Jahren und ich bin seit 1 Monat. Okay. Und dann, ich habe die Schahada ausgesprochen und ich habe mich auch richtig gut gefühlt und so. Mein Imam wurde immer stärker, immer stärker, immer stärker. Ich meinte zu ihm direkt, ich will den Koran lernen. Er sagte mir, nicht so schnell und das, lerne erstmal die Fertigkeit und so. Danach, es gab so Zeit, ich habe mit einem Freund immer das Wort Bismillahirrahmanirrahim lernen. Danach, aber es kam für mich so richtig schwer aus dem Mund raus, Es kam nur aus meinem Mund raus, auch das Wort La ilaha illallah. Es kam nur aus meinem Mund raus. Danach, sogar wo man es langsam gesagt hat, kam es immer nicht raus. Danach, nach einer Zeit, wo ich kommentiert habe, das Wort kam flüssig. Das Wort kam flüssig raus alleine. Von alleine. Alhamdulillah. Allah hat deine Zunge gelockert für seinen barmherzigen Namen. Alhamdulillah. Das freut mich, Jens. Das ist wirklich eine wunderschöne Freude. Und noch mehr freut es mich, dass ihr aus Berlin seid. Und ich möchte euch auf jeden Fall unbedingt kennenlernen, bi'idhnillah ta'ala. Und wenn der Lockdown beendet ist, dann können wir auch darüber reden, dass ich euch zum Döneressen einlade. Aber nur halal, du weißt. Jens, dann inshallah sprechen wir das Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebeten werden darf. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Tabarak al-Rahman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Zwei wundervolle, sympathische Brüder. Ihr seid ja Brüder, alhamdulillah, im Islam. Und man merkt, dass ihr auch, alhamdulillah, viel voneinander hält. Und man merkt auch, dass ihr euch für Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und wisse, Jens, diejenigen, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, Allah wird sie yawmul qiyamah mit etwas Besonderem beschenken, indem sogar die Märtyrer und die Propheten neidisch auf sie sein werden, weil sie auf Mimbare, das heißt auf Throne aus Licht sitzen und die Propheten und Märtyrer beneiden sie. Alhamdulillah. Deswegen haltet eure Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben keine komische Liebe, du weißt, also nicht diese andere Liebe, ja? Diese Schmetterlingsliebe und Regenbogenliebe, sondern unsere Liebe ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Jens, hast du einen muslimischen Namen? Nein, aber ich habe mit Michael darüber geredet. Ja? Ich meinte, Jens geht doch nicht, Jens geht doch niemals. Ich will den Namen nicht so haben. Danach, ich will den Namen Mohammed haben. Weil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und wahrlich, du hast dir einen gewaltigen Namen ausgesucht. Dann bist du für uns jetzt Mohammed, wenn du erlaubst, dass wir dich Mohammed nennen. Ja,
Sicherlich. Alhamdulillah. Eine große Freude für uns, Jens, Mohammed. Eine große Freude für uns, Mohammed. Und inshallah kommt der Tag, wo wir uns in Berlin sehen, ja? Dann sagen wir dir von hier Braunschweig mit den ganzen freundlichen Gesichtern, die sich alle gefreut haben auf deine Konvertierung. Assalamu alaikum. Sagt ihnen Assalamu alaikum. Alaikum salam. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية